Hallo ihr Lieben, ich hatte euch versprochen zu verraten, was ich mit den bunten Kügelchen mache, die zum Beispiel nachträglich von einer Karte abfallen oder die sich einfach so auf dem Schreibtisch, unter der Schreibtischunterlage und sonst wo sammeln. Die packe ich einfach alle in so ein Döschen rein und das Döschen sollte man immer gut verschließen und damit kann man ganz tolle Projekte machen. Was ich noch nicht besonders betont habe, ist, dass ihr alles Mögliche ja ausstanzen könnt und dann mit Klebe versehen könnt und bestreuen könnt. Damit habe ich zum Beispiel dann das hier gemacht. Also wie man erkennen kann, wird das eine 60. Die 0 ist schon fertig. Und seht ihr das? Mal gucken, ob er scharf stellt. Wie toll das glitzert und glimmert. Ich habe das also extra sehr dick gemacht. Also dass man es halt wirklich auch rundum mit Perlen ist. Oder mit diesen Kügelchen. Und das wird eine ganz, ganz tolle Geburtstagskarte. So, also das ist, kann man damit machen. Also man kann grundsätzlich auch nicht nur mit mehrfarbig, auch einfarbig halt irgendwas ausstanzen oder was Ausgestanztes nehmen. Ja, das mit Klebe bestreichen und dann beglittern. Übrigens, man muss gar nichts dafür ausstanzen, sondern, kleiner Augenblick, die andere habe ich leider gerade vor mir selbst versteckt. Aber wie ihr seht, kann ich sowas einfach auf Freihand. Also ich kann einfach Freihand irgendwas auftragen mit Klebe. Klebe ist einfach immer der Verbindungsstoff und das Ganze beglittern und daraus eine Karte machen. Das funktioniert, wie gesagt, gar nicht nur mit diesen Mini-Perlchen oder Mini-Kügelchen, sondern natürlich auch wirklich mit Perlchen oder mit Glitzer. So, gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte euch zeigen, wie man das Ganze wieder mit einem Stempel kombinieren kann. Dafür habe ich mal mir diesen Hintergrund ausgesucht. Seht ihr, jetzt habe ich hier schon wieder ein Perlchen. Dann mache ich die Dose auf, packe das Kügelchen rein, mache die Dose wieder zu. Habe mir diesen Stempel ausgesucht, weil ich den erstens, weil ich Libellen liebe. Zweitens, weil wir Frühling haben. Da finde ich, passen Libellen immer gut. Und drittens, weil das perfekte Motiv dafür ist. Den möchte ich jetzt hier hinstempeln. Und da dieser Stempel nicht einwandfrei gerne mehr stempelt, ist es extrem wichtig, in so einem Fall mit einer Stempelhilfe zu arbeiten, weil ansonsten direkt die ganze Karte für den Müll ist. Ich weiß nicht, ob ihr das von oben aus sehen könnt. Die Flügel hier und der Kopf hier und dort sind nicht ganz ausgearbeitet. Und das kann ich jetzt eben, indem ich nochmal in die gleiche Ecke gehe, korrigieren. Und das Gleiche hier, und dann habe ich meine Libelle, ist jetzt ein bisschen dick geworden, ein bisschen verrutscht bin ich also. Das ist aber in diesem Fall nicht schlimm, im Gegenteil, ist sie nur gleich etwas deutlicher zu sehen. Und jetzt packe ich in die Flügel Klebe rein. So. Und ich habe mich halt entschieden, immer den inneren Flügel zu nehmen. Also es gibt ja noch diese Linien außen drumherum. Ich habe entschieden, dass diese Linien auch genauso bleiben sollen. Dass man die halt auch wirklich noch sehen kann. So, und jetzt kommt wieder hier mein Auffangbehältnis. Ich werde mal gefragt, wo ich das her habe. HeinDesign. Diese sogenannten Snappy Trays, ich halte es mal einmal in die Kamera. Snappy Tray kommt von Judikins und das bekommt man bei HeinDesign. So, jetzt nehme ich meine Perlchen, streue das drauf und das ist, funktioniert wie bei Embossingpulver. Ich schütte einfach viel drauf und jetzt kann ich es entweder direkt abschütteln oder ich kann es auch erst trocknen lassen. Der Unterschied ist folgender. Wenn ich es direkt abschüttel, habe ich unter Umständen auch Perlchen dabei, die noch flüssigen Kleber an sich haben und dann verkleben unter Umständen Perlchen miteinander. Wenn ich es jetzt einfach trocknen lasse, und selbst dieses Perlchen, wenn das abgeht, aber dann ist auch der Kleber trocken. Dann verklebt nichts. Und ich schüttle es jetzt aber mal ab, damit ihr das Ergebnis direkt sehen könnt. Aber habt ihr gesehen, dass da jetzt hier so ein Perlenverbund ist? Na, also die sind jetzt zusammen runtergekommen. Das ist nicht schlimm. Na, auch hier hängt jetzt was aneinander. Wobei das jetzt aneinander hängt, weil mit Sicherheit ein Katzenhaar dazwischen war. Ich habe ja Katzen. Und wer Katzen hat, der weiß, Katzenhaare sammeln sich überall. So, und je häufiger man das halt schon mal benutzt hat, desto mehr kann es sein,
dass da schon mal Klebereste dran waren. So, und jetzt schaut mal, sieht das nicht toll aus? Ich finde es so toll. Ich bin ganz verliebt. Ich mag diese Technik unheimlich gerne. Ansonsten gilt das Gleiche wie beim Embossingpulver. Am besten immer direkt zurückgießen. Dann kann nichts passieren, dass ihr da aus Versehen dran stoßt. Und die Perlchen sind für das nächste Projekt gesichert. Jetzt hatte ich, kann ich ja jetzt endlich verraten, warum ich diese Reihe aufgemacht habe. Und zwar habe ich allen Leuten, die mir zu Freude schenken 2020 etwas geschickt haben, beziehungsweise sich bei mir beworben hatten für Freude schenken 2020, das waren ja 12 Leute, alle die haben von mir Post bekommen mit solchen Perlchen. Das heißt, wer mir schreiben möchte, dem würde ich als Dankeschön eine Perlchenkarte schicken. Nämlich die letzten Karten sahen so aus, die ich geschickt habe. Und da bin ich schon gefragt worden, Mensch, wie hast denn du den Hintergrund gemacht? So, das ist jetzt der Teaser fürs nächste Mal. Nächstes Mal erkläre ich, wie man solche Hintergründe gestaltet. Also, bis bald. Tschüss.